Heute habe ich mich mal wieder nach langer Zeit an Once rangetraut. Und ich habe jetzt wirklich extrem lange kein Once mehr gespielt. Daher lasst jetzt unbedingt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare, welchen Rang ihr aktuell in Once habt. Das Besondere heute ist, dass ich mir nach langer Zeit auch mal wieder den Fennec geschnappt habe. Ich habe ja jetzt eine lange Zeit lang immer nur das Cars-Auto gespielt. Aber heute spiele ich auf jeden Fall Fennec. Oh no, wir spielen einfach gegen den Spieler Nice. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Der haut direkt einen relativ guten Kickoff raus. Ich habe irgendwie meinen Controller geschrottet. Der hat extrem viel Glück. Drückt das so irgendwie rein. Mein Dreieckknopf auf dem Controller, der hakt immer einfach. Also als wäre da irgendwie Cola oder so drüber gekippt. Über meine Knöpfe, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Am 5. Dezember wird Trading mit der neuen Season entfernt. Bedeutet, ihr habt jetzt noch die letzte Möglichkeit, euer Traumauto, Traumitem oder eben auch günstiger Credit zu kaufen über meine Partnerseite Rocket League Exchange. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es gibt sogar gerade noch extrem krasse Black Friday Angebote. Also jetzt unbedingt auschecken. Ja, hier seht ihr das ganze Black Friday. Ihr kriegt zum Beispiel hier 24 goldene Trophäen, also 24 Drops für 14,16 Euro, aber ihr spart ja auch nochmal mit meinem Code REAPERS 3%, also zahlt dann sogar nur 13,74 Euro. Wie gesagt, einfach Plattform auswählen, dann eben auswählen, was ihr haben wollt, gebt meinen Code ein, geht dann auf Buy Items, zahlt mit einer beliebigen Zahlungsmethode und bekommt dann natürlich eure Sachen getradet. Ja, nach so ein paar Stunden sind die Items meistens da, er kann aber auch bis zu 3 Tage dauern, ist super easy. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder auf Discord. Wenn da auf jeden Fall irgendwie jemand einen Vorschlag hat, wie ich das Ganze beheben kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Kann er nicht gut haben. Let's go. Oh, hat er sogar halt wirklich noch krass gut. Okay, wir nehmen die Demo mit. Brauche auf jeden Fall jetzt hier den Boost und eventuell können wir jetzt hier einen nice Shot angehen. Let's go. 1-1. Also egal, wie diese Runde wird, das ist jetzt wirklich meine allererste Once-Runde nach langer, langer Zeit. Ich werde die einfach nehmen. Und er kommt auch gut. Schönes Kickoff-Ding. Ja, einfach mal schauen. Ja, ich bin gespannt, wie die erste Runde läuft. Aber bis dato läuft sie ja gar nicht mal so schlecht. Der Typ ist insane, Mann. Das kriege ja noch nicht mal ich hin, tatsächlich, von da den Ball reinzumachen. Also ich habe es auch nie geübt, aber ich hätte es nicht hinbekommen. Richtige Pro-Player hätten den natürlich aber auch richtig reingeschossen. Bei ihm war das jetzt eher, glaube ich, noch ein bisschen Glück bei dem Ganzen. Hat er nicht gut. Und dann machen wir das Ding. Ey, hier, die Kickoff-Goals sind am Start. Bei den Kickoffs, muss ich sagen, habe ich gerade so ein bisschen Angst, weil, ja, zum einen laufen die zwar ganz gut, aber der Typ, ey, der trickst mich komplett aus. Das kann nicht sein. Ich gebe viel zu leicht gerade mein Play her. Boah, das ist genau das, was ich meinte mit den Kickoffs. Ja, ich krieg gerade echt die Kickoffs nicht durchgedrückt und die landen halt gerade sehr, sehr viel auf meiner Seite, was irgendwie nicht so geil ist. Ich habe auch echt, mir ist so warm gerade. Ich habe so einen warmen Pulli einfach angezogen. Aber hier auch schon wieder, landet halt wieder absolut auf der falschen Seite. Hier ist der Boost extrem wichtig. Da wird vermutlich der Shot nicht kommen. Und so ein Ding muss halt actually sitzen. Das ist so ein sicheres Ding eigentlich. Ja, hier ist der Boost wichtig. Let's go. Vielleicht auch die Demo. Ah, nee, kriegen wir nicht. Shot von seiner Seite. Okay, der ist in Ordnung, der Ball. Ja, er geht erstmal back. Er führt halt. Er führt. Und das macht er auch gut. Wir müssen hier überall den Boost mitnehmen. Okay. Boah, das wäre eigentlich ein geiles Ding gewesen. Wenn der drin gewesen wäre. Wichtiger Ball. Wichtiger Ball. Und der muss sitzen. Let's go. 4-4. Aus dem Spiel heraus. Sehr, sehr wichtig, das Ding. Aber da schon wieder der Kickoff. Der Kickoff, der macht mir hier mega zu schaffen. Oh, let's go. Okay, okay, let's go. Einfach reinmachen, das Ding kommt. 5-4, was eine spannende Runde. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Runde ein bisschen entspannter wird. Aber ja, habe ich auf jeden Fall wieder falsch gedacht. Und ich kassiere wieder das Kickoff-Ding. Mann, muss nicht sein. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich die Kickoffs angehen soll. Boah, die sind echt Bullshit. Obwohl ich halt schon den Fast-Kickoff mache, ne? Also das muss man ja schon dazu sagen. Ich mache ja schon Fast-Kickoffs. Oh, let's go. Ey, da hätte ich ja niemals mit gerechnet, dass der Ball reingeht. Also er war gut geschossen,
aber eigentlich schon sehr sanft. Also sehr, sehr clean. Aber immer, wenn ich in Führung gehe, ist es halt auch so, dass ich mir sehr schnell halt einfach genau durch diese scheiß Kickoffs wieder das Ding fangen, Mann. Kann nicht sein, ein Kickoff direkt wieder ausgleicht. Meine Güte, ich muss länger ein Ergebnis halten, aber jeder Ball landet halt wirklich auf meiner Seite. Das ist ein bisschen Dogshit. Aber wir machen das Ding jetzt. Let's go. Wieder einfach der Konter. Aber ey, ich sag gar nichts. 7-6, ne? Ihr wisst Bescheid. Jetzt kommt wieder Kickoff so. Oder steht's auch schon wieder gleich. Ich sag euch 7-7. Aber krank, wie viele Tore einfach hier fallen. Guter Kickoff tatsächlich. Ja, er hat halt keinen Boost, ne? Das muss man dazu erwähnen. Er wird abdrehen, oder? Hab die Demo. Frage ist, wo spawnt er? Er spawnt halt wirklich. Oh mein Gott. Er spawnt wirklich direkt bei mir. Glaub's nicht. Let's go. Wir haben es ausgenutzt. Ich glaube, er ist zum Mittelboost gefahren. Wir schauen mal eben. Tatsächlich. Ja, absolut der Fehler. Er darf da nicht zum Mittelboost fahren. Okay, 2 Tore Vorsprung ist auf jeden Fall gut. Definitiv. Viel, viel besser. Der Kickoff lief jetzt auch auf jeden Fall besser. Aber es ist natürlich ja noch nicht so perfekt, dass man sagen kann, okay, Runde ist gelaufen. Wir müssen ein bisschen Zeit rausholen, ist klar. Boah, dass ich den Ball da getoucht habe, war so wichtig. Hier schnell den Sideflip. Hat er nicht. Ja, beziehungsweise hat er schon, aber halt nicht gut. Er will mich demoen. Wir müssen entspannt spielen. Komm, 49 Sekunden. Entspannt runterspielen. Vielleicht macht er nochmal ein Eigentor. Genau, jetzt Ball einfach hier annehmen, reinmachen. 9-6, let's go. So soll es sein, er verlässt das Spiel. Und somit gewinnen wir die erste Runde, tatsächlich meine allererste Runde. Ich habe gesagt, egal wie sie läuft, also auch wenn wir sie verloren hätten, hätte ich sie genommen. Aber ich habe sie gewonnen und somit gehen wir in die nächste rein. In der zweiten Runde müssen wir an irgendwie Lebab oder so ran. Ich hoffe, der Dude, ja, ist ganz gut drauf. Wir können direkt einen Shot raushauen, der jetzt aber nicht so gut am Stissel war, wie ich gehofft hatte. Ah, kleine Vorlage für ihn an der Stelle. Mal gucken, was er damit macht. Macht er nicht schlecht. Aber Manuel ist am Stissel. Manuel Neuer. Und Manuel macht auch gerne hier dann mal so ein Kontertürchen, indem ich ihm einfach mal da den Ball stibitz habe, ja. Durch seine Annahme, die halt nicht so gut war, die muss näher am Fuß sein, am Rädchen, ja. Also Once läuft echt gut heute für die ersten Runden. Kickoffs, wie gesagt, könnten auf jeden Fall ein bisschen besser laufen. Schön, dass er zum Boost gegangen ist. Dadurch habe ich mir ein wenig Zeit verschafft. Den wird er haben. Kann er auch ruhig nochmal haben. Kann er auch ruhig noch einmal haben. Jawohl. Stark gesaved. Und. Oi, 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 oi. Das macht er stark. Hat er den? Ja, aber ich auch. Stark gesaved. Jetzt ist halt wirklich wichtig, hier den Mitboost zu nehmen. Ja, da hat er irgendwie den Ball so ein bisschen hochgespielt. Das war jetzt nicht so klug. Ich weiß nicht, ob er Boost hat. Auf jeden Fall hat er einen schlechten Flip. Ganz close. Und the shuttle reset. Ja, ist okay. Wenn er den so spielt, ist in Ordnung. Aber diese Runde fallen auf jeden Fall schon mal weniger Tore wie in der ersten Runde. Da kann er ruhig hin. Gar kein Problem. Ich spiele das hier so ein bisschen runter. Oh, let's go. Ich wollte eigentlich tatsächlich auf einen Demo-Shot gehen. Also, dass ich quasi schieße und ihn dabei eventuell bumpe. Oder Demo hat man hier auch gut gesehen, dass ich so ein bisschen in den Flugwinkel quasi rein wollte. War aber tatsächlich gar nicht nötig. Das ist immer sehr gut, wenn es gar nicht vonnöten ist. Ja, Kickoffs laufen hier die Runde auf jeden Fall auch schon besser. Muss man ja so sagen. Komm wieder rüber zu mir. Er demot mich. Lul. Crazy. Oh mein Gott, asozial, ey. Er macht einfach ein Demo-Tor. Aber wisst ihr was? Ey, komm, wir machen einfach gleich mal exakt dasselbe wie er. Wir gehen gleich vielleicht auch einfach mal. Wisst ihr, wenn ich ihn demoen kann, dann werde ich es einfach mal machen. Und gehe auf die Demo. Oh, wir haben den Boost. Wichtig. Er dreht ab. Hauen hier den Shot raus. Weiß nicht, was er macht.
Macht er nicht schlecht. Gut weggespielt. War, glaube ich, aber auch ein bisschen glücklich tatsächlich. Er wird den Boost nehmen. Oh, auch gut weggespielt. Frage ist, was er jetzt damit macht, ne? Oh mein Gott, ich bin vorbeigesprungen. Das war jetzt nicht so geplant. Crazy safe. Crazy safe. 1,55. Drei Tore die gesamte Runde erst gefallen. Das ist schon krass. Pinch. Hoher Ball. Da müssen wir beide hin. Jetzt halt die Frage, wie wird sein Shot kommen? Er macht ihn! Was? Oh, ich habe den so schön eigentlich gesaved gehabt, ne? Aber er hat den dann irgendwie da halt nochmal bekommen. Ansonsten hätte ich den gehabt, Mann. Ich sag euch ehrlich, das ärgert mich halt einfach, weil wir so gut bis dato halt spielen. Oh, das war auch sehr lucky. Let's go. Aber er hat's verdient. Das ist Karma gewesen gerade. Wegen der Demo. Ja, das ist Karma. Ich sage euch, Leute, auch in Rocket League gibt es Karma. Und es wird sich immer zeigen. Wir müssen schnell sein. Er wird hier jetzt wieder mit einem ekelhaften Ball kommen. Oh, ich bin so früh extra hochgesprungen. War auch wieder eine sehr close Runde mit einem 3-3, ne? War guter Kickoff. Oh! Boah, der war richtig schön, oder? Kickoff geht gut gegen die Wall und dann perfekt den Zeitpunkt abgewartet mit dem Doppelflip. Let's go, weiter geht's. Ja, Kickoff läuft richtig gut. Kickoff läuft richtig gut. Läuft richtig gut. Oh, was ein Schuss, ey. Kann nicht sein. Das ist ja geisteskrank hier. Aber da sieht man halt auch wieder, was der Kickoff ausmacht, ne? Also wenn der Kickoff gut kommt, dann ist es schon wieder so eine save Sache. Habe ich ein bisschen verkackert. Ein bisschen verkackert. Ein bisschen verkackert, indem ich auf die Demo gehen wollte. Ich hätte sie bekommen müssen, erst gut hochgesprungen. Ja, wir führen mit einem Tor, aber 51 Sekunden. Alleine wenn der Kick-Off halt jetzt. Oh, er demot mich schon wieder, sein Ernst. Actually, yo. Actually, yo. Actually, yo. Actually, yo, yo. Actually, yo, yo, dankeschön. Geil, er hat das Tor für uns gemacht. Das wäre nicht nötig gewesen. Oh mein Gott, okay, wäre doch nötig gewesen. Weil das halt schon wieder so ein Saves-Ding. Es ist Kickoffs. Oh. Ja, okay, es ist wieder so wie gerade eben. Also ich habe ihm mäßig auch ein Tor geschenkt, sag ich mal so. Oh, schönes Ding. Schönes Ding, Augenring. Genau in den Winkel geflippt. Ich denke mal, er hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich den Flip bekomme. 24 Sekunden und 2 Tore Vorsprung ist eigentlich ein gutes Ding. Aber wie gesagt, ist es halt immer so, dass nichts safe ist, solange. Zack. Den Boost musste ich mitnehmen. Dicken Shot raus. Und dann ist das Ding auch durch. 2 Runden direkt hintereinander gewonnen. Er verlässt das Spiel. Und somit gewinnen wir 2 Runden direkt nacheinander. Was will man mehr? Also man sieht, wie stark der Fennec sein kann. Zum Ende in der Season. Da ist der Win. Let's go. Generell kann ich euch natürlich immer für Once einfach nur den Fennec empfehlen, weil der halt wirklich unfassbar stark ist. Lasst an der Stelle gerne ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Barry Pass raus. GBO. Ciao, ciao.